sehr, sehr viele Fitnessstudios mittlerweile in Deutschland. Ich glaube, ungefähr 1200, 1,5 Millionen versuchen sich in solchen Studios fit zu halten. Bodybuilding ist gefragt. 3000 Wettkämpfer in dieser Sportart. Man nennt es Sportart, es ist nicht jedermanns Geschmack. Und es gab jetzt am Wochenende die deutschen Meisterschaften, die uns so sehr nicht interessiert haben. Mein Kollege Klaus Stürzenberger hat gesagt, er will eine Langzeitbeobachtung machen. Er hat einen Bodybuilder, einen Münchner Bodybuilder, 6 Wochen lang beobachtet bei seinen Vorbereitungen. Und der hatte das Ziel, sich zu qualifizieren für die deutschen Meisterschaften. Was da alles passiert ist, wie das aussieht, entnehmen Sie bitte den folgenden Bericht. William Seebacher, im 30. Lebensjahr, früher Boxer, seit 6 Jahren dreht sich bei ihm alles um Bodybuilding. Lehrer in einem Fitnessstudio auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Seine Standortbestimmung. Also das ist alles noch ein bisschen massig. Aber die Tiefe habe ich noch nicht, die Härte. Aber das kommt dann mit der Diät. Das passt dann schon. Weil mit Brust selber bin ich sehr zufrieden. Mit Armmuskulatur auch. Bloß der Bauch gefällt mir noch nicht. Und wie gesagt, die Tiefe, die ist alles noch zu glatt. Mit den Beinen habe ich eigentlich keine Schwierigkeiten. Siehst du? Ist okay, oder? Zack. Okay? Er steht schon mitten in der 8 Wochen Diät, die sein restliches Fett abbauen, die Muskeln klarer definieren soll. Das tägliche Training wird zur Qual. Seine Frau Ella kocht 3 getrennte Gerichte. Der Diätplan, der stufenweise bis auf 200 Kalorien täglich führt, wird akribisch ein- und schriftlich festgehalten. Ist der Augenblick des Sieges all diese Mühen wert? Ich habe ihn ja so kennengelernt und wusste, auf was ich mich einlasse. Und darauf musste ich mich halt darauf einstellen. Doch, das ist schon wert. Da vergisst man eigentlich auch, dass alles, was eine Diät war und diese Anstrengungen und halt dann auch manchmal die Spannungen. Aber wenn man es dann sieht, wie er dann den Pokal hat, das ist schon toll. Ohne zusätzliche Vitamine kommt kein Bodybuilder aus. Viele verlassen den geraden Pfad. Der Griff in die Apotheke ist vertraut. Im nächsten Jahr sollen zumindest bei deutschen Meisterschaften Dopingkontrollen zur Regel werden. Vorne so, hier ist ganz normal. In der normalen Stellung. Gerhard Pfister, der Willi als ersten Farbigen zur deutschen Meisterschaft führen soll, galt als begabtester Nachwuchsbodybuilder. 1983 wurde er noch als Junior deutscher Meister seiner Klasse. Nach einem Leberschaden ist es mit dem Wettkampfsport für ihn vorbei. Die Aussichten seines Schützlings sieht er, der den Gipfel zu schnell erreichen wollte, positiv. Der Willi ist das, was wir in Bayern immer sagen, der Willi ist ein schöner Neger. Und das ist was, wo er weiß, und er weiß, damit zu arbeiten. Und er ist keiner, der wo irgendwie verlegen wird, wenn er auf der Bühne umsteht und auch wenn 1000 oder 2000 Leute zuschauen. Das ist ein Riesenvorteil. Es gibt viele Leute, die wo so im normalen Gespräch vielleicht eine riesen Ausstrahlung haben und die wo sich ziemlich auskennen. Wenn sie dann vor sehr viel Leute auftreten müssen, dann kommt einfach die Angst momentan und dann ging das Ei auf der Bühne wie primeln. Und das ist bei ihm nicht. Er fängt da aufzublühen. Das Einstudieren der Kür gehört zum täglichen Programm. Jede Unsicherheit wird später von den Kampfrichtern mit Punktabzügen geahndet. Der Leistungsstandard ist bei den deutschen Meisterschaften höher als bei den Europameisterschaften. Die bundesdeutschen Athleten sind sogar dabei, den USA die Vormachtstellung streitig zu machen. Die Konkurrenz ist brutal, das am meisten verwendete Wort der Bodybuilder. Mit einer guten Figur allein erntet man keinen Blumentopf mehr. Muskelmasse muss tierisch brutal sein, ob Willi bei seinen Voraussetzungen die bayerischen Meisterschaften als Qualifikation übersteht. Und Anhaltpose. Und aus. Ach, ganz schön anstrengend. So sah er 1980 aus. Und so 1985 im Jahr seiner bisher größten Erfolge. Zu seinem Vorbild fehlt ihm noch ein ganzes Stück. 2 Tage vor den bayerischen Meisterschaften, Willi ist mit seiner Kraft am Ende, schläft fast ein in der Stahlkammer, die ihm jetzt wie eine moderne Folterwerkstatt vorkommt.
Ein Tag vor dem Wettkampf kommt das Aufladen des Kohlenhydratspeichers. Willi schwört auf Kuchen. Das Ganze gerät zu einem Happening befreundeter Bodybuilder, deren Frauen gebacken haben. Das muss Kraft geben für das Pumpen, das Aufblasen der Muskeln am nächsten Tag im Wettbewerb. Der Wettbewerb. Willi kommt von 22 ins Finale der besten 6. Dort ist er kraftlos, die Kampfrichter meinen aufgezehrt, aber dennoch zu fett. Kaum eine Pose hält er, schwitzt zu stark, hat keine Reserven zum Pumpen. So landet er auf dem 6. Platz. Der 4. hätte als Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in seiner Klasse gereicht. 6 Jahre Vorbereitung vergebens, die Fehler liegen auf der Hand. Beim Muskelaufbau hatte er im Vergleich zu anderen zu wenig trainiert. Die deutsche Meisterschaft eine Woche später zeigte, wie brutal man beschaffen sein muss. Für Willi Seebacher, der mit dem deutschen Meister den Vornamen gemeinsam hat, heißt es auf ein neues. Wenn er sich nach der Riesenenttäuschung noch größeren Strapazen unterziehen will. Beeindruckend in jedem Fall. Nur Fitness auf der einen Seite aus meiner Sicht, ja. Wenn man solche Formen annimmt, dann scheint mir das Ganze doch ein bisschen ungesund zu werden.